der Culture Rap Superstar. F zu dem A, meine erste Frage heute: Hamburg, seid ihr da? Das ist ein Rap-Festival, ich bin der Beste der Welt, nenn mich sensationell. Ich bin nun mal der Rookie of the Year. Seit meinem Album Mundwerk ist schon super viel passiert. Und ich weiß, ihr nehmt jetzt alle den Arm hoch, live und direkt hier am Hamburger Markt. Oh, ich bin das zweite Mal hier, doch nach all den Jahren ist es für die Markthalle sicherlich ein krasser Tag. Ey, und wer jetzt am lautesten schreit, kriegt ein Album von mir. Seid ihr da mit dem Scheiß? Schreit F zum A! Schreit F zum A! Schreit F zum A! Alles klar, hier mein Album und jetzt viel Spaß! Mein Name ist F zu dem A, direkt aus Braunschweig, hier heute in der Markthalle gespielt, im März. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, bin ein bisschen ausgelaugt, rede ein bisschen leiser, weil es hört sich das ungefähr so an. Hat mir Spaß gemacht, ich komme wieder. Okay, also wie ich angefangen habe, habe ich schon öfter erzählt, auf jeden Fall war sozusagen die RBA so der erste Anstoß bei mir. Also da habe ich eben diese Online-Battles gemacht, ich glaube das ist r-b-a.de für alle Anfänger sozusagen, die Interesse daran haben, auch denselben Weg zu gehen. Und auf jeden Fall konnte ich mich nach der RBA eben ein bisschen mehr mit Rap befassen, so einfach durch den Internetzugang. Also es war nicht so, dass ich irgendwie einen großen Bruder oder sowas hatte, der mit Hip-Hop zu tun hatte. Eigentlich war mein komplettes Umfeld nicht wirklich Hip-Hop-affin. Und somit musste ich mir das eigentlich alles aneignen. Und so ist es dann eben dazu gekommen, immer weiter. Jetzt erzähle ich schon meinen ganzen Lebenslauf, aber so war ungefähr der Anfang. Ich bin jetzt 18 geworden am 19.01. Und man kann sagen, dass es mit 12 Jahren, was ich da gemacht habe, schon Rap genannt werden kann. Und deshalb sind es jetzt 6 Jahre. Ja, ich war 2006 ja schon mal hier im Markt, glaube ich. Bin ich aufgetreten und es hat mir auch sehr viel Bock gemacht, aber heute war auf jeden Fall krasser so. Also ich muss sagen, Hamburg ist jetzt immer noch nicht so die Crowd, die irgendwie großartig bei jedem Track rumspringt und so weiter, wie es vielleicht in anderen Städten ist, aber dafür war der Sound hier heute zumindest stimmlich sehr gut. Also man hat die Texte, glaube ich, sehr gut verstanden. Die Leute haben sehr krass darauf reagiert. Und das, so ein Publikum gefällt mir manchmal auch. Also die einfach zuhören, bei den Hooks abgehen, aber in den Parts eben einfach auf die Aussage hören wollen. Besonders wenn es neue Songs sind, um vielleicht schon ein kleines Bild davon zu bekommen, was in nächster Zeit auf sie zukommt. Schnell ist zurück mit dem Mittelbild. Könnt ihr das F am Himmel sehen? Jeder Hater verpiss dich, wenn der Mittelweg kommt, nix ist umsonst. Sein letztes Album-Release ist fast 2 Jahre her. Er war niemals weg, nein, denn er hat weitergelernt. Wer hat sein erstes Album mit 13 recorded? Dadurch in dieser Szene den meisten Viper erworben. Ich, nicht du, wenn dann ist das eine Lüge. Komm in meine Stadt und Rap-Fans machen Sitzstreik vor der Bühne. Nein, du triffst ihn nicht auf. Sei lieber froh, denn ansonsten wären heute Abend Steine geflogen. Ich bin der Mike und ich bin dich, bin dir für immer die einsame Spitze. Ich rocke das Mike in doppelter Zeit und habe mich immer nur weiterentwickelt. Und du denkst, ich kann im A, wenn ich üb, ersetzen. Nein, mein Text, die Wurst will übersetzen, kann sie nicht mal übersetzen. Und dieser Flow spielt eine andere Zwinge, ich rappe eine andere Szene, das hier ist eine andere Dimension. Und wenn das Publikum nicht bouncen mag, dann hack ich euch drüber ab und mache einen Crowd-Salat. Das ist F, bis zurück mit dem Mittelweg. Könnt ihr das F am Himmel sehen? Jeder Hater verpiss dich, wenn der Mittelweg kommt, kommt nichts ist umsonst. Vielen Dank, Hamburg, was geht ab euch? Seid ihr da oder was? Vielen, vielen Dank. Wie stehst du zu der ganzen Thematik, die jetzt momentan abgeht? Ich meine, du hast ja in deinen Texten gesagt, du bist kein Backpacker, du bist kein Ghetto-Rapper. Ja, ich sehe mich da, wie gesagt, ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich, glaube ich, so der einzige Rapper bin, der ein bisschen in den Medien präsent ist, der eben gerade in der 12. Klasse ist, auf dem Gymnasium ist und Abitur macht und so weiter. Und deswegen habe ich mein letztes Album ja auch Mittelweg genannt, einfach um das ein bisschen zu verdeutlichen, den Weg, den ich eben gerade einschreite, so. Und deswegen, wie gesagt, denke ich auf jeden Fall, dass ich nicht wirklich in eine Sparte zu stecken bin von der Entwicklung im Hip-Hop in den letzten Jahren. Also ich meine, man kann jetzt klischeemäßig sagen, okay, da ist Gangster-Rap, da ist Backpack-Rap, aber ich finde, wenn man einfach mal diese ganzen Grenzen irgendwie sprengen würde und einfach sagen würde, okay, das ist alles Musik, dann würde man das alles auf jeden Fall schon viel lockerer sehen. So. Und ich versuche einfach mein Ding zu machen. Ich habe ein riesiges Spektrum so, ich spezialisiere mich nicht auf eine Sache, um irgendwie einem Image gerecht zu werden, sondern ich versuche einfach meine Musik zu machen. Und ich finde die Entwicklung im Hip-Hop aber jetzt nicht ultra negativ. Also
Also es ist eben so, dass der Straßenrap, weiß ja jeder, in den letzten Jahren auf jeden Fall noch präsenter geworden ist, was ja auch cool ist. Ich finde halt, jetzt muss so ein bisschen für Gleichgewicht wieder gesorgt werden, zumindest in den Medien, und dafür bin ich da. Ich entfache die Freude, frontest du, verlassen dich Freunde. Erwisch mich auf dem falschen Fuß, es fliegen Flaschen und Fäuste. Und im Falle des Falles war ich vielleicht verdammt frech vor dein verficktes Fenster. Veranstalte einen Fuckfest, fick deine Freundin mit 500 Freunden vorne im Ford Fiesta. Vor deinem Fenster, sie fordert es fester, wie Foremans Faust gegen Frasers Face. Deine Uhr ist flick-flack, meine funkelt in vielen Farben wie Flavor Flaves. Fantasier von vielen Fans wie Fanta 4. Fuck mich ab Front auf Händen, vielfach in meinem Gefrierfach. Viele Vögel verwechseln, flattern mit Fliegen. Faker verfassen Verse, dass ich fast die Fassung verliere. Verdammt! Fischers Fritze fischt, frische Fische, ich fische frischen Fame. Fixer als ein voll verrückter Fixer fixt. Fußballfans verfechten Fairness, volle Fahrt voraus. Du Flachpfeife fliegst frontal vor den Pfosten, fatales Foul. Dankeschön. Wo siehst du dich in den nächsten 1-2 Jahren? Ich meine, du hast einiges am Start. Was wäre für dich der optimale Gang? Okay. In den nächsten 1-2 Jahren ist sehr schwer. Also ich versuche auf jeden Fall dieses Jahr schon weit voranzuschreiten mit meinem neuen Album, wovon ich ja heute schon einige Tracks performt habe. Und wo die Reise hingeht, weiß ich natürlich selber noch nicht genau. Also genaueres wird man aber auf jeden Fall in den nächsten Newslettern erfahren. Deswegen kann ich da jetzt noch nicht so aus den Nähkästchen plaudern, weil ich halte auch nicht viel von Ankündigungen, die im Endeffekt sich dann sowieso nur in Luft auflösen. Also das Wichtigste ist, und da habe ich auch einen Track auf meinem neuen Album, das kommt, der so heißt Stillstand. Das Wichtigste ist einfach, dass dieser Stillstand nicht eintritt. Also dass es immer in irgendeiner Weise weitergeht und dass ich sowohl vom musikalischen Level als auch vom Business-Level eben nicht stagniere, so, sondern einfach immer weitergehen kann. Und deswegen ist mir schon wichtig, dass mein nächstes Album auf jeden Fall mehr einschlägt, als jetzt zum Beispiel Mundwerk, mein erstes 2004, was wirklich nur über Internet erschienen ist. Mein zweites war dann der Schritt in die Läden und so weiter, eine Tour, war auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Ja, und jetzt denke ich eben, kann ich eben auch noch ein bisschen mehr in den Medien präsenter werden, und das ist auf jeden Fall auch mein Ziel. Also, ich will nicht sagen Perlen vor die Säue, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich eine breitere Masse mit den Sachen erreichen will, die ich im Moment mache, und dass ich sehr zufrieden bin mit den neuen Dingern. Und deswegen werde ich sehen, wo die Reise hingeht. Any last words, was dir einfällt? Last words, ey, an alle Leute, die heute hier waren in der Markthalle, auf jeden Fall vielen Dank. Es ist wirklich so explodiert am Ende, würde ich sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich hoffe, dieses Jahr, Mitte des Jahres, Ende des Jahres, komme ich vielleicht wieder und dann eben nebenan in der größeren Halle so. Und ja, wie gesagt, erzählt euren Freundinnen von mir, wenn es euch gefallen hat. Und geht auf meine MySpace-Seite, kauft mein Album, kauft die T-Shirts, kauft euch alles. Ich rotiere am Radio wie auf dem Rummel Riesenräder, rebelliere wie das radikale Regime in Eritrea. Reite dich rein, ich rufe die Rough Riders, ramponiere dich blutrünstig wie ein Rudel von Rough Rider. Mir reichen die Reste, geh ran und verspeise dich roh wie Raubtiere. Mehrere Reiseroute reichen bis Rom. Der Rubel rollt dich, ramm dich wie Rambo einen Schritt zurück und rette mich aufgrund meiner reichlich robusten Ritterrüstung. Betrete mein Revier, renne rundherum und verreck, denn das ist regelrecht so risikoreich wie russisch Roulette! Dankeschön!